Kennt ihr das auch? Nach der Vorlesung, nach der Klausur, einfach mal gemütlich mit den Freunden nochmal in die Mensa gehen. So sieht ja normalerweise der Mensa-Alltag aus. Aber wie einiges momentan läuft auch hier der Mensa-Alltag anders. Und genau darüber möchte ich gleich mit dem Leiter der Mensa, Herr Wolf, sprechen. So, herzlichen Dank nochmal, dass du Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden. Mich interessiert erstmal, wie sieht denn jetzt der Mensa-Betrieb im Vergleich zum normalen Mensa-Betrieb aus? Also was sind denn so die größten Änderungen momentan? Ja, also man kann überhaupt nichts mit vorher vergleichen. Auf einmal im März kam ja der große Knall. Wir haben ja wochenlang zugemacht, ne? Es war ja auch verordnet so. Und wir haben dann seit Mitte Mai im Kleinen wieder begonnen, Verpflegung anzubieten, weil es ist ja so, du siehst ja am Campus, es sind ja Studierende da, es sind Bedienstete da, es ist ja auch ein Bedarf da. Es gab immer wieder neue Sachen, die wir beachten mussten, Hygienekonzepte und so weiter und so fort. Und wir haben in der Vergangenheit im Semester vielleicht 5.000 bis 5.500 Essen gemacht. Jetzt machen wir hier so 700 bis 800. Ja, also das ist ein extremer Einschnitt. Natürlich auch so, wir brauchen natürlich auch dann nicht alle Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch nur einen ganz kleinen Teil da. Und Hygiene war für uns schon immer ein Thema. Also das hat uns natürlich jetzt schon auch geholfen. Ja, wir haben auch in der Küche selber, brauchen wir eigentlich keine Masken tragen, weil wir die 1,5 Meter, die Küche ist ja riesig. Ja, und wir sind jetzt vielleicht 6 oder 7 Leute. Also die können sich aus dem Weg gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Was natürlich jetzt für unsere Gäste, unsere lieben Studierenden, im Nachteil ist, wir können natürlich nicht dieses riesenschöne Angebot fahren. Ja, also wir mussten uns wirklich so weit reduzieren, dass es also meistens nur noch 2 warme Mittagessen gibt. Manchmal geht irgendwie noch ein drittes, aber eher selten. Wir versuchen natürlich auch eine gewisse Abwechslung reinzubringen. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Wir haben ja so einen riesen Stamm an Gästen, an deren Wünsche. Wir haben den Veganer, wir haben den Vegetarier, wir haben den, der halt lieber gern Fleisch isst. Wir haben den, der auch auswählt. Wir mussten es halt so machen, dass wir 2-mal in der Woche vegan machen, 3-mal vegetarisch, dass wir 2-mal Fisch machen, 3-mal Fleisch und das halt immer so im Wechsel. Wir haben ein bisschen Cafeteria-Angebot, also belegte Brötchen, Schnitzel-Sandwich. Wir haben dann auch die Salate und wir machen seit kurzer Zeit auch wieder, dass wir selber spülen. Wie war das vorher denn? Das ist ja ein immenser Aufwand gewesen. Wir mussten ja alles in Einweg. Das muss man sich mal vorstellen. Also dieser Umweltgedanke, der brach ja total weg. Es war ja nicht erlaubt, eigenes Geschirr zu nehmen. Es musste alles in Einweg, das mitgenommen wird und dann entsorgt wird. Weil das sind ja schon sehr, sehr strikte Vorschriften, zum Beispiel, dass man kein eigenes Geschirr benutzen darf. Ist dann noch tatsächlich jemand vorbeigekommen? Also soweit ich weiß, bei uns nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Behörden uns da schon auch ein Stück weit vertrauen. Man musste das natürlich anmelden. Und ich muss auch sagen, hier die Behörden haben sehr gut mit uns auch zusammengearbeitet. Ich habe also im Vorfeld meine Fragen und meine Bitten geäußert, auf was man achten sollte oder achten muss. Und das haben die eigentlich auch ganz toll umgesetzt. Aber ich kann von meiner Warte aus sagen, dass wir wirklich alles tun, was wir können, dass wirklich nichts passiert. Und ich muss auch sagen, die Studierenden und auch die Bediensteten, die Gäste, die zu uns kommen, die sind auch wirklich vorbildlich. Und wie kam es denn zu dieser Entscheidung, den Frischraum aufzumachen und den Bereich Mensa zu schließen? Naja, das hat einfach was damit zu tun mit der Größe. Ach so. Ja, also es ist einfach so, die Mensa, die hat ja fast 1000 Plätze. Und es muss ja alles gereinigt, desinfiziert werden, es muss ja alles noch mehr wie vorher gehandelt werden. Ne? Und es war ja auch so, dass immer noch sehr viele trotzdem das Essen mitnehmen. Also ich gehe davon aus, dass sie jetzt trotzdem schon hier essen könnten, aber es vielleicht doch noch nicht wollen. Also es ist ja dann ein sehr, sehr hoher betrieblicher Anspruch, wenn hier alles infiziert werden muss. Die Mitarbeiter müssen selber das Essen herrichten quasi, aber gleichzeitig weniger Personal. Wie läuft das denn? Naja, weniger Personal in dem Sinne kann man ja nicht sagen. Also wie ich ja einstens gesagt habe, wir haben in der Regel 5.000 bis 5.500 Essen. Jetzt haben wir maximal vielleicht 800. Ja? Also das ist dann schon, ich will nicht sagen, dass es ist mehr Aufwand, aber nicht mehr Arbeit. Ich sage ja immer, man kann immer nur so viel, wie man schafft. Ne? Es ist ja nicht, dass der über der Maßen mehr arbeiten muss. Also es muss halt anders gearbeitet werden. Und wie sieht es mit dem Personal aus, das momentan zu Hause ist? Die sind in Kurzarbeit und die Differenz von dem Kurzarbeitergeld auf das volle Gehalt gleicht das Studentenwerk aus. Also theoretisch haben die im Moment noch keine Einbußen.
Und wie ist das Arbeitsklima ansonsten? Weil das ist ja jetzt trotzdem sehr, sehr verkleinert, der Betrieb. Und das letzte Mal habe ich ja gesehen, dass das Betriebsklima sehr gut ist. Wie ist es denn jetzt? Ich würde sagen, dass das fast noch besser ist. Also es ist ja schon gut und es ist fast noch besser, weil jetzt noch mehr jeder auf den anderen Acht geben muss. Also es gibt quasi keine, ja, das ist jetzt meine Arbeit und wenn ich die habe, dann, ne, also das ist deine, das ist meine, das geht fließend über. Wie sieht es im nächsten Semester aus? Gibt es da konkrete Pläne? Also im Moment hört man nur Mutmaßungen. Das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Wir, würde ich sagen, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben ja jetzt ein Konzept, wir sind präsent. Wir können uns jederzeit ausweiten. Es ist für uns überhaupt kein Problem, wenn wir sagen, der Frischraum würde nicht mehr ausreichen, dass wir dann wieder auf die Mensa zurückgehen. Wir werden mit Sicherheit im Herbst die Cafeteria wieder zeitweise öffnen, dass wir da wieder eine gewisse Entzerrung kriegen. Und in den Semesterferien? Weil momentan hat ja die Mensa eigentlich mittags 2 Stunden geöffnet. Und wie sieht das denn dann demnächst in den Semesterferien aus? Also die Prognose der Universität ist ja so, dass die Semesterferien in diesem Sinne gar nicht stattfinden, dass also jetzt immer noch Prüfungen sind, dass also irgendwelche Werktätigkeiten oder irgendwelche Labortätigkeiten da sind. Und ich glaube, es kann vielleicht sein, dass 50 oder 100 am Tag dann weniger kommen, aber dann sind ja immer noch 500, 600 da. Und die müssen wir ja auch verpflegen. Und für uns, die da sind, ist es eigentlich egal. Wir könnten jetzt noch locker 100 Essen mehr rausgeben. Ist es schwieriger, jetzt zu kalkulieren? Oder einfacher? Jetzt ist es schwieriger, weil man nie so genau weiß, was kommt und wie viel kommt. Und wir halt natürlich auch nicht so viele Restanten, also Restposten haben wollen, weil das ist halt auch immer so eine Sache. Und im letzten Video hatten wir über den nächsten Umbau gesprochen. Wie sieht das denn jetzt aus? Also Umbau ist ja ohnehin vom Tisch. Es gibt ja einen Neubau. Ja genau, also ja. Der Neubau. Der Neubau, also nach meinem Stand, der ist also genehmigt, der ist durch, der kommt. Jetzt wird natürlich das irgendwie, der wird nochmal durch den Landtag gehen. Ich bin da jetzt auch nicht so genau im Bilde, aber dann wird ja mal eine Ausschreibung sein, das wird ein Architektenwettbewerb sein und dann wird das, also er geht seinen Gang. So zeitlich ungefähr, in wie vielen Jahren kann man damit rechnen? Naja, also ich bin jetzt kein Fachmann, was das anbelangt, aber ich würde sagen in 4, 5 Jahren frühestens. Und wie sieht es dann mit dem Mensa-Essen aus? Weil momentan kann man das ja mit nach Hause nehmen. Kann man das dann auch später, also wenn man wieder diesen Weg zur Normalität gefunden hat, dann auch mit nach Hause nehmen? Also es ist so, wir planen sogar eine sogenannte Kochbox, wo Aha. man sich also Gerichte zu Hause, wie bei HelloFresh oder wie die so heißen, ne, so in der Richtung, speziell für Studierende. Und wir werden mit Sicherheit dieses mit nach Hause nehmen beibehalten. Also werden tatsächlich dann einige Konzepte, die sich jetzt dann eben bewährt haben, später übernommen? Ja. Dann vielen Dank für das Interview. Habe ich gerne gemacht, habe mich auch sehr gefreut. Und jetzt würde mich allerdings interessieren, wie das denn in der Praxis aussieht. Wollen wir vielleicht einmal einen Rundgang starten? Das machen wir, gerne. Du siehst ja hier, wir sind wieder für euch da. Ja. Und wir bitten euch, Mund- und Nasenschutz aufzusetzen, wenn ihr hier hereinkommt. Wir haben hier schon Trennlinien. Also ich stehe da, du müsstest praktisch hier stehen. Hier kann man die Hände desinfizieren. Ja. So, und hier geht es also dann weiter. Je nachdem, wie die Schlange ist, kann man natürlich durchgehen. Hier kann man auch noch seine Karte aufladen. Also wenn die Schlange jetzt hier steht und du hast sowieso nichts zu tun und du musst aufladen, kannst du das gleich hier machen. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Nein, wir haben noch im Frischraum auch noch eines. So, wir haben das hier so geregelt, dass ihr praktisch hier reinkommt und auf der anderen Seite raus, dass man sich nicht mehr begegnet. So, also wir gehen jetzt hier Richtung Essensausgabe. Ja, ist schon deutlich begrenzter. Also man sieht ja schon, die Salatbar fehlt. Ja, ja, Salatbar fehlt, Pastatheke fehlt. Ja, wir haben also auch vom Angebot her das reduziert. Also quasi alles, wo man früher sich selber eben bestimmen konnte, was man eben haben möchte, wie an der Salatbar, das gibt es quasi nicht das mehr. Das geht nicht mehr, leider. Also das ist mit der Corona-Krise oder halt auch mit den Bestimmungen nicht mehr möglich. Also wir haben ja hier ganz hohe Auflagen auch zu erfüllen. Mit Hygiene und mit dem Selbstschutz eigentlich, wenn man das so will. Und das ist einfach im Moment nicht möglich. Also hier gäbe es jetzt das Vegetarische. Die Kollegin fragt jetzt, ob man es hier essen möchte oder mitnehmen. Der Herr, der isst es hier, der kriegt dann Besteck, ein Tablett. Ah, ja. Alles, was ihr vorher selber gemacht habt, das dürfen wir nicht mehr machen. Ne? Also aus hygienischen Gründen
bleibt alles hinter der Trennlinie. Und zum Mitnehmen ist auch Besteck dabei? Zum Mitnehmen, Besteck ist nicht dabei, das gibt es dann an der Kasse. Das kann man dann kaufen, entweder Kunststoff oder wenn man ein bisschen an die Umwelt denkt, kann man dann Holz nehmen. Ich empfehle aber immer, sein eigenes Besteck zu machen. Aber es ist so, in der Regel, die meisten essen jetzt wieder hier. So Lisa, jetzt bist du dran. Hallo. Ja, zum Hieressen bitte. Zum Hieressen, was für eine Nudelsorte, Spaghetti oder Spirelli? Spirelli. So, das darfst du jetzt so, du nimmst es jetzt so. Ja, genau, und dann gehe ich einfach zur Kasse. Dann geht man einfach hier zur Kasse und bezahlt ganz normal. Man hat seine Karte und du siehst schon, hier ist dann das Besteck, wenn man welches mitnehmen möchte. Mhm. Und ich sehe schon, ihr habt super viele Angebote. Corona hat uns natürlich kalt erwischt, wo wir hier, ich sage mal, am Tag 9.000 bis 10.000 Studierende, Bedienstete durchgelaufen sind, haben wir jetzt höchstens noch 1.000. Wir hatten natürlich, es war ja Semesterstart, entsprechend disponiert die Handelsware, die Süßigkeiten, und wir verkaufen die jetzt halt, damit sie uns nicht verderben oder ablaufen. Man bezahlt eins und bekommt zwei. Hier ist natürlich so, hier stehen dann halt so Vorschriften. Wer natürlich an den Symptomen leiden sollte, dürfte hier eigentlich auch nicht rein. Ne? Es ist so, du bezahlst ja mit deiner Studentenkarte. Die Daten werden ja dann erfasst. Also sollte an dem Tag ein Corona-Ausbruch stattfinden oder wenn da irgendwas wäre, käme man auf die Daten zurück und könnte dich quasi informieren. Ja. Dankeschön. So. Und jetzt darfst du die Maske ablegen und kannst essen. Ja, wenn du mit dem Essen fertig bist, bevor du dein Tablett wieder aufnimmst, setzt du die Maske wieder auf. Die zwei Jungs das machen, die schieben ihr Tablett hier rein und Mitarbeiter von uns nehmen das nachher mit in die Spülküche. Na, für euch ganz normal. Ist ja dann auch mehr Arbeitsaufwand. Alles, es ist alles mehr, egal was wir machen. Und hier, wo früher der Eingang war, das ist nur noch Ausgang. Ja, das ist jetzt der Exit.